Hallo und herzlich willkommen zurück. Crusader Kings 3 mit Rostam, dem Gerechten. Und jetzt muss Rostam auch erst einmal wieder ein bisschen seinem Namen alle Ehre machen. Denn wir sollten uns mal um die Positionen im Rat kümmern. Unser Halbbruder, unser Rivale, dem wir auch noch Titel dazugegeben haben, aber naja, der möchte oder ist noch im Rat. Wir möchten ihn jetzt nicht unbedingt da drin haben. Also, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn hier? Wir werden hier einmal Dara rausnehmen. Und hier unten, das wird unser neuer Ratspitzel. Wir werden dann Karasuya in den Rat berufen und mit seinem Bruder tauschen. Unseren Halbbruder werden wir rausschmeißen und dafür Quarim in den Rat berufen. Das denke ich, ist doch jetzt erst einmal sehr, sehr passend. Hat denn der Kollege hier mal ein bisschen Kohle gesammelt mittlerweile? Nein, hat er auch nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Du willst in den Rat. Ich würde sagen, das interessiert uns nicht. Wir holen uns einmal ein bisschen Gold von unserem Sohn. Es ist natürlich nicht gut für die Hauseinigkeit. Mir ist aufgefallen, wie viel Vali Sorkab und ich gemeinsam haben und als wie zuverlässig er sich in diesen letzten Monaten erwiesen hat. Ja, mein Halbbruder, okay. Wir sind verbündet, alles gut, alles toll. Aber die Schmeierivale eigentlich. Aber wir sollten, glaube ich, mal mehr Zeit. Er ist mein Rivale und hat eine 61er Meinung über uns. Und das, obwohl wir ihn aus dem Rat geschmissen haben. Gut, okay, er hat drei Grafschaften gekriegt, ne? Aber wir sollten ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Vielleicht ergibt sich da noch etwas. Wir werden jetzt mal ganz nebenbei ein bisschen Anspannung abarbeiten. Ich bin mitten in meinen Übungen, als ich Vares erblicke, der sich ebenfalls ertüchtigt. Ich mustere ihn von oben bis unten und er scheint nicht nur bei guter Gesundheit zu sein, sondern auch in bester körperlicher Verfassung. Ich würde mich gerne mit ihm messen, doch auf welche Weise? Sollte ich mehrere Dinge berücksichtigen, wenn ich gewinnen will? Ruhekraft oder lieber eine Mischung, die auch Ausdauer oder den Verstand beinhalten?
Naja, ich meine, wir sind athletisch. Also unser Kampfgeschick ist unter aller Sau. Muss man mal ganz klar so sagen. Ah, komm, wir fordern ihn mal zu einem Übungskampf raus. Wir haben tatsächlich das Ding gewonnen. Wir werden auch nicht mehr von Anspannung übermannt. Und jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit. Nach nur wenigen Bissen scheint die Anspannung aus meinem Leib herauszuströmen. Mein Geist wird benebelt und mich überkommt ein Gefühl des Friedens und der Ruhe. Nichts ist so entspannend wie gutes braunes Zeug aus grünen Pflanzen. Ich lehne mich zurück, während ich wie beiläufig nach einem weiteren Keks greife. Der entspannende Geschmack klebt mir förmlich auf der Zunge und meine Sorgen verschwinden hinter einem angenehmen Nebel. So ruhig bin ich seit Wochen nicht gewesen. Einfach nur hier zu sein mit diesem Tablett voller mit afghanischen Spezialitäten garnierten Keksen. Das genügt mir. Gut, das Ding ist zwar nicht, das Video ist nicht monetarisiert, aber ich habe keinen Bock auf irgendwelches Theater hier. So. Wir sind jetzt in der Stabilisierungsphase mittlerweile. Das ist ja auch schon mal schön. Welche? Was? Ach, Abbas, unser anderer Sohn, würde auch gerne in den Rat. Ist ein bisschen problematisch, ne? Wir haben zu viele Söhne für zu wenig Ratsplätze. Und so mehr. Die Besteuerung. Das machen die beiden eigentlich ganz gut, das läuft. Für uns ist jetzt eigentlich das Thema. Ach so. So, unsere Söldner laufen auch bald ab, also von daher, davon sollten wir uns nicht dann nicht täuschen lassen. Das wäre natürlich noch mal. Das wäre ja noch mal eine Idee, ne? Dass wir uns vielleicht mit den Kollegen da oben noch mal anlegen. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott gegen meinen Schwiegersohn Shuya.
Während Abbas und ich uns über Hofangelegenheiten unterhalten, spricht er unvermittelt über die eigene Kindheit. Als mein, keine Ahnung, was noch bei uns war, habe ich auch keine Ahnung, was aufrichtig geliebt. Und ihr habt euch stets Zeit für mich genommen. Ihr habt mich immer so eng an euch gedrückt. Er errötet, strahlt aber über das ganze Gesicht. Ich werde diese liebevolle Fürsorge an meine Kinder weitergeben. Ja, und natürlich lieben wir unseren Sohn, ist doch klar, was auch sonst. Vor einigen Monaten begann Naib Jahandar mit der Rodung von Wäldern, um die Besiedlung von Tamisha voranzutreiben. Bäume werden entwurzelt, Wege werden geschaffen, der Boden wird begradigt. Ratsverwalter Gutzard hat jetzt einen Brief von Jahandar erhalten, in dem er eine Minderung seiner Aufgebotspflichten erbittet. Da er die Arbeit unbedingt vor der Erntezeit abschließen möchte, hofft er stattdessen Soldaten zur Arbeit abkommandieren zu können. Ja, komm, wir entscheiden uns dafür. Wir haben noch ein bisschen Prestige erhalten. Haben wir noch irgendwas frei? Nee, ja. Keine wichtigen Ämter aktuell. So, wir sind die Söldner losgeworden. Würde sagen, wir drehen mal ein bisschen an der Geschwindigkeit. So kann ich nicht arbeiten, ruft mein Steuertreiber Penner Kosrow verdrossen und niedergeschlagen aus. Jedes Scharia-Gericht im Reich ist ein elender Hort der Unfähigkeit und behindert meine sämtlichen Bemühungen. Eine gute Steuerwirtschaft braucht kompetente Kadis, um die örtlichen Magnaten in Schach zu halten, damit eure Herrschaft in den Augen Gottes gerecht und euer Anspruch auf den Großteil der Steuern gerechtfertigt ist. Ihr müsst mir die Mittel an die Hand geben, um mehr und bessere Leute für die Gerichte einzustellen und die Befugnis, die korrupten alten Kadis zu entlassen. Ja, komm, machen wir mal. Es wird Zeit für eure Behandlung. Immerhin plagt euch Gicht. Ich denke zwar, dass eine einfache Tinktur reichen könnte. Aber die Wahl liegt bei euch, mein Fürst. Natürlich, wir tun nur das Nötigste. Abbas kam in meine Gemächer und bot mir einen Trunk von gelber Farbe an. Er empfahl mir, mir beim Trinken besser die Nase zuzuhalten. Als mir die lauwarme Flüssigkeit in den Mund lief, hätte ich sie fast wieder ausgespuckt. Umgehend wollte ich wissen, was das Grässliches war. Und er offenbarte mir, dass es der frische Hahn einer trächtigen Sau wäre. Meine Güte, ey. Die Schweineseuche stellt sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher.
Während ich ein entspannendes Bad mit meinem Mufti Abbas genieße, bringt er plötzlich eine ernstere Angelegenheit zur Sprache. Herr, gestern Abend war Ali Sorkab hier im Badehaus. Mit einem Gefolge aus ungeschorenen Schurken, Perversen und eher einem Esel. Sie gaben sich daraufhin Akten hin, zu deren näherer Beschreibung ich mich gar nicht hinreißen lassen will. Und sie waren auch nicht bereit, sich des Hauses verweisen zu lassen. Und das ist bei weitem nicht das erste Vergehen von Sorka. Aber es hat inneren Schock besorgt. Ja, er sollte das anprangern, bevor seine Neigungen zu einem Schandfleck für das gesamte Haus werden. Nein, wir stehen zu unserem Haus. Was wir aber auch werden, ist ein wunderschönes Wochenende haben. Und mit diesen Wünschen machen wir auch Schluss für heute. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es, habt Spaß. Und ja, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.